Führung der Gemeinde und Führungsinstrumente. Führung heißt vor allem, klare Ziele und eine klare sowie zweckmäßige Organisation festzulegen. Der Gemeindevorstand muss Entscheidungen treffen und diese transparent kommunizieren. Die Ziele sollten fortlaufend kontrolliert werden. Sobald unerwünschte Entwicklungen eintreten, muss der Gemeindevorstand Maßnahmen ergreifen. Gemeindestrategie. In der Gemeindestrategie legt der Vorstand den Rahmen und die Ziele für die langfristige Entwicklung der Gemeinde über einen Zeithorizont von rund 10 Jahren fest. Auf dieser Ebene haben auch Gedankenspiele und unkonventionelle Ideen Platz. Dennoch sollten die Ziele keine Utopien sein, sondern gewisse Realisierungschancen haben. Welche Entwicklung bzw. Ziele eine Gemeinde anstrebt, hängt im Wesentlichen von den Vorstellungen der Bevölkerung und der Behörden ab. Aber auch von den Schranken, welche die politischen, finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen setzen. Die Strategie kann der Vorstand alleine oder auch gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeiten, beispielsweise in Form von Workshops. Legislaturprogramm. Das Legislaturprogramm leitet sich normalerweise aus der Gemeindestrategie ab. Hier wird der Vorstand nun konkreter. Welche Maßnahmen sollen in den nächsten 3 bis 4 Jahren ergriffen werden, um den in der Gemeindestrategie festgelegten langfristigen Zielen näher zu kommen? Messbare finanzpolitische Ziele sind ebenso Bestandteil eines Legislaturprogramms. Organisation. Der Gemeindevorstand konzentriert sich vor allem auf die strategische Führung der Gemeinde. Für die operative Führung und Umsetzung ist die Verwaltung zuständig. Wenn es mit der bestehenden Organisationsstruktur Schwierigkeiten gibt, sollte der Gemeindevorstand Alternativen suchen. Dafür kann er sich mit den verschiedenen Organisationsmodellen auseinandersetzen, welche sich im Ausmaß und in der Art der Delegation unterscheiden. Personal. Jede Gemeindeverwaltung ist nur so gut wie ihre Mitarbeitenden. Eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist es deshalb, die richtigen Mitarbeitenden an Bord zu holen. Kommunikation und Information. Der Vorstand sollte bewusst und strukturiert kommunizieren. Die Bevölkerung schätzt eine regelmäßige und aktive Information über die wichtigsten Entscheide. Das schafft Vertrauen und fördert das Interesse an der Gemeinde. Kontrolle. Führen heißt auch Kontrolle. Der Vorstand muss sicherstellen, dass er stets über die wichtigsten Tätigkeiten in der Verwaltung im Bild ist und die ihm übertragenen Aufträge auch umgesetzt werden. Dies braucht Zeit, klare Verantwortlichkeiten und die richtigen Kontrollinstrumente. Alle Informationen und weitere Videos zum Thema findest du auf der Website des Amtes für Gemeinden.